20 Uhr pünktlich. Wir grillen heute hier in Hirschendorf. David, alte Kanalratte, einen schönen Gruß hier aus Hirschendorf. Jetzt die Kamera blendet weiter runter. Also, uns geht's gut. Wir grillen. Das heißt, wir haben gegrillt. Ich nicht, ich wurde eingeladen. Und wenn ich eingeladen bin, bin ich immer gerne da. Das ganze Feuer hat heute natürlich wieder der Ronny gemacht, ganz klar. Währenddessen die Claudia schon Stunden das Holz ranschafft. Also vom Waffenrot, Hinterrot, ja fast bis Masseberg ist kein Holz mehr da, als die Claudia angezerrt hat. Wir schwenken mal rüber zum Holz. Warte mal. Das ist der Holzhaufen. Millionen von Kubikmeter Holz. Wieder rumschwenken. Ist richtig, ja? Mhm. Gut, so. Da wir natürlich vorbildliche Griller sind, haben wir natürlich auch auf Sicherheit gedacht. Denn Feuer erzeugt Wärme. Warm kann es dann werden, wenn es zu warm ist, ist es natürlich gefährlich, wenn es dann irgendwas brennt. Zum Beispiel die neu gekaufte Palme hätte es heute fast abgefackelt. Wieder mal das Bild auf die Palme richten. Gut. Und diese Palme hat genau da gestanden, wo nämlich jetzt unser Löschwassersystem steht. Wieder mal. So, und jetzt haben wir sie getroffen. Nach 2 Stunden ist sie wieder da, war lange unterwegs in Masseberg, Schnettheubach fürs Holz, die Claudia. Da ist sie. Und sie hat einen großen Durst, weil sie ganz, sie kilometerlang gelaufen heute. So. Und das